Ja, und damit teleportierst du dich halt immer zum Nexus, das solltest du machen. Ach, was haben wir hier denn? Cool. Quest? Ja. Achso, okay, ich folge dir mal, weil ich denke, die Quests sind dann für dich etwas angebracht, ja. Weil ich bin jetzt schon fast Level 9 und Julius hat halt gerade angefangen. Level up! Got a fucking level up! Ja, guck mal, nicht. Ich auch. Ich bin Level 4. Ja, und so kämpft man sich halt hier immer durch und sucht halt immer ein paar Quests und so weiter. Und wir werden das jetzt, denke ich mal, einfach eine Weile spielen, so wie gesagt. Hast du noch eine Quest? Weil ich würde sagen, bist du ein Sorcerer oder Priester oder sowas? Also, oder heißt du eindeutig nur Warrior oder sowas? Ein Warrior. Ach, scheiße. Das kannst du noch. Also, nee, stimmt, das ist für Priester. Nicht für Sorcerer. Nicht für links. Nicht. Okay, dann. Hast du eine Quest? Ja. Okay, dann führ mich mal. Ja, also die Quests sind jetzt natürlich keine große Forderung für mich. Ja, für mich irgendwie auch nicht. Ja, weil du mich hast. Ja, das sagen sie alle und dann sind sie schwanger. Weil du mich hast, ich bin schwanger. Ach, da oben ist ein böser Teufel oder sowas. Was, wo? Teufel? Hier. Yeah. Keine Ahnung, das ist ein grüner Goblin-Mage. Ja, ja, ja. Hier, das ist einer der. Also, das ist halt der Quest. Brauchst du den Ring, kannst du dir mal. Obwohl, ne, warte, ich gebe dir mal einen Ring, den du dir nehmen kannst. Der da drin liegt, den kannst du dir nehmen. Hast du ihn dir genommen? Ja. Okay. Hier oben habe ich schon wieder so einen komischen Goblin-Heini. Ja, dann führ mich hin. Ja, das ist irgendwie ein bisschen wenig fordernd, wenn ich da bloß so ein paar Hits brauche für so einen Fuß. Okay, brauche ich auch nicht. Schade, schade. Schade, Schokolade. Okay. Hier, warte, komm mal kurz. Komm mal hierher. Warte. Aha, okay. Hier. Ein schlafender Sumo-Ringer. Wir wecken ihn mal. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen. Ne? Nimm dir den Ring, der hier oben drin liegt. Der bringt dir ein Attribut, was dir hilft. Drei Schleichen. Ah, was haben wir hier? Ah, hier ist ein lustiges Schwertchen. Ein Schwert? Hm. Ich sehe. Ah, ne, ist ein Katana. Also für Ninja. Boah, geil. Die Verteidigung. Wohin? Wie wäre es? Hast du eine Quest? Ich? Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer eine Quest. Okay. Aber wir machen mal eine von dir, da level ich schneller. Okay, komm. Beziehungsweise. Hier unten. Hier, nach unten. Also soweit ich weiß, sind das auch die Standard-Keys, also F ist Standard-Key für Heal-Potion und V ist Standard-Key für die Mana-Potion. Aha. Drei Attack habe ich schon. Da ist ein Star-Bar für dich drin, oder? Ja. Plus drei Attack. Da muss man gucken, hier ist noch ein Star drin, den kannst du nicht benutzen. Hier nach unten. Okay, wo lang? Hier runter. Okay. Ja, wir machen uns jetzt gerade auf den Weg. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber das ist ein Horned Dragon. Also, das ist eine Quest dann für mein Level. Wer ist dann wohl? Beim nächsten Mal kannst du ja aufnehmen auch. Ja, kann ich gerne machen. Okay. Das ist ein bisschen spannender. Ich glaube, du bist ein bisschen zurückgeblieben, kann das sein? Ich bin kein bisschen zurückgeblieben. Aber es kann sein, dass ich etwas langsamer bin, ja. Nach unten bist du gegangen. Gehen wir nach oben wieder. Also komm wieder nach oben aus diesem Steinding raus. Ich will jetzt erstmal diesen Kack.
eine hier. Wo bist denn du? Achso, du bist reingegangen, wa? Ja. Ah, hier, lass mal hier reingehen. In die Pirate Cave, die hier liegt. Bin drinne. Ja, ich auch. Also das sind so, dann so eine Art Instanz, die auch von Gegnern fallen gelassen werden, komischerweise. Das könnte für dich hier ganz gutes Equip bringen, vielleicht. Nee, das ist überhaupt nicht, was ich brauche. Ja, ja, aber die ganze Instanz hier. Ja. Ah, ich glaube, das nehme ich noch. Nein. Nö, kann man Dinge verkaufen oder sowas? Ne, ne, das leider nicht. Ja. Ja, ja, also. Sieht irgendwie ganz spaßig aus, ist, wenn man mal Langeweile hat, sicherlich gut. Ja, also sicherlich, auf jeden Fall, aber es ist halt jetzt, ich denke mal, so, da würde eine Robe liegen, ich weiß nicht, ob die besser ist als deine, aber da liegt halt eine. Ich habe ja schon eine, die gibt eine CR4 Defense und so ein Kram halt. Ein bisschen, Maximum. Ja, hier in dem linken, die gibt 2 Defense, okay. Nein, die ist, nee, ich habe bessere. Kommt so. Ja, hier sind wir dann auf dem Boss-Dings. Ah, noch eine Höhle. Da bin ich Level ab. Ja, nee, das geht wieder zurück in die normale Welt. Hier liegt eine Robe mit 3 Defense und 1 Weisheit. Also, 3 Defense und 1. Nee, bringen wir nicht. Aktiv bestärkt, sag ich jetzt mal. Okay, dann können wir wieder ein Tour. Ja, das. Ich bin wieder im 3 Defense, bringt er, glaube ich. Okay. Bist du halt, zurück in der Welt? Warte auf mich. Ja, jetzt bin ich da. Oh. Aber, ja, genau, das überlege ich gerade. Okay, warte. Ich guck mal. Ne, auf meiner Spielerliste bist du auch gar nicht. Ja, ne? Wenn man einen anderen nicht findet. Ich suche dich gerade auf der Minimap, also. Ich bin wieder in der Wüste, also von daher. Ja, ich bin auch in der Wüste, das ist ja das Problem. Ich sehe dich aber trotzdem nicht. Ja, nee. Keine Ahnung, wo du bist. Ah, ich weiß, wo du bist, glaube ich. Ja, warte, ich teleportiere mich zu dir. Hier warst du gerade. Hast dich gerade wegteleportiert? Nee. Da stehst du, da stehst du. Bist du das? Ja, das hier bin ich. Was will er mir denn geben? Ja, klar, gerne. Wenn du mir das geben willst, du. Nice. Der hat mir hier erstmal so eine geile Rüstung gegeben. Ja, das sind soziale Spieler, warte. Ja, ja, ne? So, ja, sowas nennt man eine gute Spielatmosphäre, du. Ja. Ja, der hat mir gerade einfach mal so eine OP-Rüstung gegeben. Schön. Lauter Ninjas, oder was sind das? Ninjas? Ja, also hast du gerade eine Quest? Ich hätte gerade keine. Doch, ich habe eine. Wüstenwolf oder sowas. Folg mir mal. Wow, 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 wow. Okay. Ich hier bin gerade oben. Ach, hier bist du. Hier liegen gerade Roben in so einem Ding drin. Was? Da bist du. Das hätte ich gerne. Lock. So, du bist jetzt bei mir drin, okay. Kommst du?
Ich bin ja auch irgendwie nur am Klicken. Ja, ja, du kannst auch gedrückt halten. Ach echt? Cool. Ja. Leute, ich hätte es dir vielleicht ein bisschen früher sagen sollen, wa? Ja, das wäre wirklich gut gewesen. Na egal. Okay. Oh geil. Da habe ich aus dem Fenster geklickt. Welches Level bist du denn jetzt? 7. Nice. Kommst du weiter? Ja. Ich muss ja immer aufpassen, dass ich dich nicht verliere, Mann. Wo ist denn der? Oh, das ist noch ein ganz schönes Stück, du. Glaube ich, ja. Es ist ein Fumbling Sludge. Nein, das ist ein Lich. Hm. Wahrscheinlich der Lich King. Und so. Eine geile Robe, die ich nicht brauche. Geile Robe. Ach Mensch. Ja, ist so ein schönes Spiel mit so wenig Anspruch für uns gerade. Ja. Traurigerweise, weil eigentlich ist es wirklich, also es macht wirklich Spaß. Auch, ich denke mal, auch wenn man es in einer guten Gruppe spielt oder so. Ja, besonders in der Gruppe nehme ich mal an, irgendwie. Ja, ja, also. Ich denke, wenn man hier dann schon so. Wir können ja mal schauen, ob wir Leo überreden können oder so, ob der auch mal Lust hat mitzumachen. Ja, ja, das wäre echt geil. Ja. Dann machen wir irgendwie mal so ein kleines Ding hiervon. Oh, da bin ich schon wieder ein Level abgegangen. Ach, du bist doch ein Mongo. Ja, ich bin geil, ich weiß. Kommst du? Warte. Schief singen. Kommen sie ran. Oh Gott. Oh, ich bin confused. Wow, ja, ich auch. Oh Gott, Hardcore. Ach, gut. Alter, wie weit muss man denn da noch laufen? Wann sind wir da? Ich will ja was zu essen. Mir ist langweilig. Ich muss mal auf Klo. Muss mal Popo machen. Wir könnten das Ganze etwas beschleunigen, glaube ich. Geh mal auf die Map oben rechts und scroll mal ein bisschen raus. Ja. Wenn du von unserem Standpunkt aus mit der Maus nach unten links gehst, und dann da auf diesen großen Ballen von Menschen. Ja. Einfach mal draufklicken und hin teleportieren. Okay. Wow! Wow, was ist das? Wow. Ein Hornet Drake? Nein! Okay. Autsch. Ich. Tot. Nee. Doch. Ich bin 21. diese Woche. Schick, wa? Ja, unglaublich. Oh Gott. Das ist traurig. Alltime. Scheiße, hier ist ein Drache. Ey, kann doch nicht sein, dass ich da auch 21. bin. Alter, was die für ein Equip haben manchmal, ey. Was? Traurig. Oh, ich bin auch gestorben. Ah, okay. Ich denke, hiermit beenden wir dann das schicke Spiel. Ja. Also meine Wertung ist definitiv, es ist ein Spiel, was wirklich viel Laune macht. Also auf jeden Fall. Ich finde, gutes Gameplay. Ja. Also an sich, wenn man es alleine spielt, ist es, glaube ich, ein bisschen so Forever Alone-like, wenn du halt so ein Spiel spielst. Aber ja. Auf jeden Fall, wenn du es mit anderen Menschen spielst, kann das auch ab 3 Menschen, denke ich mal, sehr spaßig werden. Na, auf jeden Fall. Also, wir sehen uns dann irgendwann zu einem neuen Let's Play von Schwachsinn. Schwachsinn? Ja, Schwachsinn.